Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together, beziehungsweise Let's Fail Together, Mario. Obwohl, bei mir ist es ein Let's Fail, Markus könnte es ein Let's Play nennen, aber naja. Es ist beides. Irgendwie schon. Ja, wir sind jetzt hier und die Musik erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen an Doki Doki, muss ich sagen. Doki Doki Literature Club, ich kann nicht reden. Vielleicht werde ich das auch mal irgendwann Let's Playen, habe ich eigentlich vor. Andi hatte schon grandios Let's Play und ich würde es auch an Let's Play Together machen, weil das Spiel komplett auf Englisch ist und ich da bräuchte ich Markus definitiv als Dolmetscher, um das bei euch zu übersetzen. Und soweit ich gehört habe, weil ich kenne das Spiel ja selber nicht so wirklich, soll es am Anfang sehr stark anders sein, als es nachher wird. Richtig, am Anfang ist es eigentlich noch total süß, heile Welt, Anime-Gedöns, bla bla. Und nachher alles passieren Dinge. Nachher muss man nicht sagen. Es wird richtig crazy, es wird richtig gruselig sogar. Also ich habe mich teilweise nicht geguckt hinzugucken, das war einfach nur... Du hast dich nicht geguckt hinzugucken. Okay. Ich habe mich nicht getraut hinzugucken. Oh nein, ich erinnere mich, das war scheiße. Das war scheiße. Ist oben umgekommen. Ja, ich weiß, aber... What the fuck? Also den Mond will sie nicht? Welchen Mond? Den ich eben angeklickt habe, da links. Hab ich nicht gesehen. Ich bin ja auf Spiel konzentriert, da achte ich nicht auf Monde. Der Mond ist aber im Spiel. Egal. Die Zuschauer wissen, was ich meine. Danke. Hey. Das sieht voll süß aus. Das ist ja niedlich, wenn es mir nur nicht wehtun würde. Okay, es fliegt auf jeden Fall durch meine Plattform. Das ist gut zu wissen. So geht's auf jeden Fall. Nein! Nein! Jetzt soll man einfach aussprechen. Hilfe! Guck mal, rote Münzen. Zeigen dir sogar an, wie du springen musst. Ah! Ich hab mir den Arsch verbrannt. Ja. Ich meine, manche würden behaupten, da kriegt man kalte Füße, aber das ist hier andersrum. Ja, hier krieg ich heiße Füße. Hier krieg ich heißes. Auf jeden Fall hatte ich hier schon Checkpoint und oh, wie süß klein ich jetzt bin. Aber ich hab diesen coolen Fliegemantel gar nicht mehr. Aber den krieg ich jetzt wieder. Nee, doch nicht. Ich krieg erstmal nur das muss so groß sein, dann krieg ich. Weil das, was da immer rauskommt, wenn du halt klein bist, sind Pilze. Weil Mario halt so ein Pilz-Junkie ist und definitiv seine Portion Pilze für den Tag braucht. Wie wir ja schon gemerkt haben in Deponia. Scheiße, die roten Münzen. Ach. Also wenn du jetzt die Fähigkeiten von Sissel hättest, dann wärst du auch so dadurch gekommen. Einfach von Münze zu Münze. Ich bin aber nicht Sissel. Wir spielen nicht Ghost Trick, sondern wir spielen Mario. Oh. Aber Ghost Trick werde ich auch. Irgendwann einmal. Let's play. Geht doch. Das ist ein Bonus-Ding, ne? In der goldenen Röhre, oder komme ich da wieder raus? Das, die Röhre wäre so ein Ausgang gewesen. Ah, schade. Rechts ist aber irgendwo ein unsichtbarer Block. Von der Wand. Die Wand gerade hoch. Oh ja! Oh! Oh, das ist ja toll. Das ist halt oft so bei so Bossräumen. Das bringt mir eigentlich ja nichts, das Feuer. Das geht, das kann Schaden machen. Oh ja. Lass dich mal wegschieben. Ich kriege dich. Spielkind. Was denn? Oh, wie süß der aussieht. Ja, guck mal, wie süß. Wow. Hier kann ich ja gar nicht... Ach du Scheiße, wie besiege ich den denn? Wie mache ich das? Soll ich den besiegen? Auf die Bomben oder auf ihn? Ja. So. Die Bomben kann ich auf jeden Fall hochgehen lassen.
Das ist gut. Ich kann ihn nicht auf den Kopf springen. Bist du tief? Ah, jetzt. Jetzt sollte ich mal in Decken gehen. Danke für die Warnung. Scheiße. Also, die Warnung war da? Ja, das war ja beinahe gut. Das war ja dumm. Nö, ich bin, ja! Jetzt bin ich wieder hier. Das Publikum jubelt. Ja. Kannst du auch schneller tun. Wissen wir, das geht schon. Ja. Scheiße. Mach mal. Ich habe ihn dir noch ein bisschen was länger da gehalten, aber du wolltest ihn nicht. Doch, ich wollte ihn irgendwie schon, aber ich habe scheiße reagiert. Du wolltest ihn irgendwie schon, aber du wolltest ihn dann doch. Nein, ich habe einfach nur Fehler gemacht. Weil durch die Ruhe kämpfst du dann hinten bei der anderen Kurve aus. Ich habe einfach nur Fehler gemacht. Alles gut. Ah! Ah! Aua! Oh Mann, oh! Das ist doch schlimm. Denk an den da. Ja. Yeah! Auf ein neues! Zweiter Versuch. Läuft was Neues, Glück, wer weint, der fällt sein Geld zurück. Was? Wieso? Oh Mann, oh! Ey! Oh, oh, oh. Das wird mir helfen, das Leben doppelt schwer machen hier. Ich helfe dir doch, nur den Stern voll zu kriegen. Wenn ich den Stern voll habe, dann kann ich Gegnern Schaden machen. Vielleicht kann ich den dann töten. Was? Weiß ich nicht, das wollte ich mal ausprobieren. Spring mal gerade hoch. Mach mal. Mach mal. So, jetzt gehen wir auf Seite. Okay. Ich muss ihn auf jeden Fall anscheinend mehrfach treffen, damit ich hier was machen kann. Ich glaube, das zählt er dann als ein Treffer. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich hab's auch mal so geschafft. Wow. Ja, ich muss ihn irgendwie fünfmal treffen oder so. Damit, das als ein Treffer zählt. What the fuck? What the fuck? So nix. Also der war doch gar nicht so schwer. Bisher bin ich bei jedem der zwei Bosse jeweils einmal gestorben. Und ja, beim zweiten Mal habe ich dann direkt geschafft. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Ich bin doch nicht so scheiße. Ja. Gebt ihr Hoffnung in den Kommentaren. Yay! Yay! Mal sehen, was kommt denn als nächstes? Ja, speichern bitte, danke. Ja, danke. Mal sehen, was kommt denn jetzt? Die Wüste. Weißt du schon mal für den nächsten Tag? Sandkuchen. Was machst du denn? Ja, hi. Hi, ja. Der läuft auf der Stelle. Macht Joggen auf der Stelle halt. Ja. Da fliegt einer. Mal wieder. Der lässt einen fliegen. Das ist der Papa. Genau. Gut, dann würde ich mal sagen, mache ich hier schon Part Ende, auch wenn er dann sehr kurz ist, aber ist egal, ja. Weil wir haben Boss geschafft, wir haben gespeichert und ich bin gespannt, was mich in der nächsten Welt erwarten. Und was deine Nerven noch behalten. Halbwegs, ja. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen bzw. hören uns hier hoffentlich dann alle beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, euch noch einen schönen Tag, einen guten Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr das hier sehen werdet. Bis dahin, bye bye. Tschüss.